Hallöchen Leute, hier ist wieder Magic Bieber und heute gibt es mal einen weiteren Blaster. Heute nämlich von Dartzone, praktisch deren Variante einer Strife. Sieht zumindest schon mal so ein bisschen dafür aus. Und der wurde mir auch netterweise zugeschickt von Foam Focus. Immer noch ein Blaster, der vielleicht ein bisschen schwierig ist für mich auszusprechen. Aber ihr könnt euch ja selbst von dem Namen überzeugen und auch vom Shop. Denn der Link ist dazu ist erstmal in der Videobeschreibung. Auch zu dem Blaster, den man dann bei denen kaufen kann für ungefähr 30 Euro. Aber dazu kommen wir noch, nämlich ob er sein Geld auch wert ist und so weiter und so fort. Ihr könnt jetzt erstmal schon mal sehen, der Blaster, halboffener Karton, 25 Meter so ungefähr weit schießen und dafür brauchen wir noch was, nämlich Batterien. Und dafür brauchen wir nämlich 6 Stück dieser AA-Batterien. 6 Stück! Genauso wie hier die Nerf Ultra-Reihe, die immer so ein bisschen mehr Power haben, weil da 2 mehr Batterien drin sind als normalerweise üblich. Also vielleicht schafft er sogar mehr als 25 Meter. Mitgeliefert war ein 10er Magazin mit 10 solcher Dartzone-Pfeiler und die sind dann hier solche Waffelköpfe, die typischen halt, und die kann man entweder hier mit reintun, logischerweise, oder man könnte die auch in ein Nerf-Magazin mit reintun. Und man kann die dann in Nerf Blastern abschießen oder man kann die Magazine, also die Nerf Magazine, auch in den Dartzone Blaster reinstecken und da abfeuern. Und ich nehme mal ganz stark an, dass man hier auch diese Magazine in Nerf Blaster reinstecken kann. Und jawohl, auch die funktionieren. Na gut, aber bei dem Blaster erstmal können wir das dann hier unten mit reinstecken. So, keine weiteren Verrenkungen notwendig. Und wenn wir das Magazin wieder rausbekommen wollen, haben wir unten so einen gigantischen Knopf, so eine riesige Gabel, ein Schalter, genau das, so ein Hebel. Noch einen Namen gefunden. Einfach hier runterdrücken und rausziehen. Jawohl, also eine Wippe. Ist auch noch ein guter Name dafür. Jawohl, das funktioniert großartig. Also entweder hier mit dem Daumen, wenn man das Magazin gleich rauszieht, oder mit dem langen Arm des Gesetzes, beziehungsweise mit dem langen Mittelfinger des Nachladens. Das hat nicht wirklich viel Widerstand. Also wenn ihr hier drauf drückt, das kann auch ganz einfach rausfallen. Habe ich auch gerade rausgefunden. Aber jetzt erstmal zum eigentlichen Blaster. Der ist nämlich hier erstmal in seiner vollen Pracht schon mal so mit bei gewesen. Also der war schon zusammengebaut. Man kann ihn aber auch wieder abbauen. Und ähnlich wie bei einer Strife hat man hier eine Menge Möglichkeiten, den Blaster noch irgendwie sich persönlich anzupassen und etwas umzubauen. Zum Beispiel hier oben das ganz typische, eine Steckschiene. Da können wir auch jetzt mal hier dieses Zielvisier wieder abnehmen. Es gibt keinen großen Trick dazu, einfach nur hin und her ziehen. Man kann auch das hier noch anpassen. Also es rastet hier an jeder Stelle, an jedem Noppen hier, rastet das ein. Und da bleibt es dann auch erstmal. Das ist dann schön stabil. Das heißt, wenn man das ein bisschen weiter vorne oder zurück haben möchte, kann man das sehr leicht anpassen. Und hier bei den Nerf-Anbauteilen, die kann man dann zwar auch benutzen, aber die rasten dort nicht wirklich ein. Das ist hier wirklich nur ein bisschen Widerstand, der da ist. Das heißt, man sollte da vielleicht keinen irgendwie Griff ranbauen, weil wenn man daran rumreißt, dann wird auch garantiert wieder abgehen. Aber das hier hält erstmal. Also falls man noch irgendwelche Nerf-Anbau-Zielvisiere haben möchte, man kann auch die noch benutzen. Ist aber vielleicht nicht ganz so empfehlenswert, weil sie vielleicht abgehen könnten, aber gut, wenn ich jetzt hier nicht extra dran rumreiße, sollte es auch nicht einfach abfliegen. Es rutscht nicht einfach weg, ist mein Punkt. Aber das können wir auch erstmal. Es ist so ein kleines Zielvisier. Es ist sehr schwer, da irgendwas mitzusehen, was beim Zielvisier nicht allzu praktisch wäre. Ja, großartig mitzielen kann man nicht wirklich. Es ist eine sehr lange Plastikröhre, kein guter Sichtradius, macht nicht wirklich viel Sinn. Stattdessen kann man hier einfach über diese Tactical Rail Steckschiene drüber gucken. Ist dann halt einfach so eine Kimme, das war's. Mehr braucht man nicht. Wenn man aber wirklich zielen und anlegen möchte, ist eine Schulterstütze sehr gut. Und beim letzten Mal bei der Villainator, bei der Villainator, genau. Da hatten wir eine Schulterstütze, die man nicht irgendwie ausfahren konnte. Die war festgestellt auf eine Länge und da war es dann. Aber man konnte sie abnehmen und dann auch gegen andere Sachen austauschen. Zum Beispiel jetzt hier mit dieser Schulterstütze. Und die ist nicht einfach nur irgendwie klein, man kann die noch in der Größe verstellen. Man kann die ein bisschen größer machen, jawohl. Man kann die in einzelnen Stufen einrasten lassen oder man kann sie ausrasten lassen. Yeah, but du psch. Und ich nehme an, das ist gar kein Fehler. Also es ist natürlich hier, wenn du im Gefecht bist oder so und ausfahren möchtest, dann zack, das ist jetzt eine blöde Schulterstütze. Musst halt gucken, dass du das hier nicht verlierst. Aber ich stelle mir vor, wenn jetzt sowieso schon dabei sind, die ganzen Schulterstützen zu vereinheitlichen und austauschbar zu machen, was wenn hier dieser Teil, den man abnehmen kann, wenn man den auch noch austauschen kann gegen andere Schulterstützen, die so ähnlich sind, aber hier, keine Ahnung, eine extra Funktion mit drin haben, wo hier noch ein extra Blaster mit bei ist oder der einfach nur größer ist und angenehmer. Sowas halt. Das ist eine coole Sache. Das hat Nerf zum Beispiel noch nicht gemacht. Das ist eine echt geile Idee. Und dafür klopfe ich mir jetzt echt auf die Schulter, falls ich die gerade erfunden habe. Und der hält sogar ein bisschen was aus. Also war schon mit ein bisschen Druck gegengekommen. Da war nicht wirklich was. Der hat nicht wirklich gewackelt. Mit dem kann man auch nicht anlegen. Könnte auch ein bisschen größer sein, aber dafür ist er ja austauschbar. Ne? Das ist ja der Sinn dahinter. Und hier vorne haben wir noch ein Anbauteil. Normalerweise bei solcher Art von Blaster nehme ich immer hier diesen Griff, hier dieses Magazin, einen Griff. Und dann jedes Mal, wenn ich nachladen will, bin ich schon mit der Hand am Magazin.
macht sehr viel einfacher. Aber hier, wenn wir schon so einen Griff mit drin haben, kann ich den Griff auch benutzen. Hier vorne diesen kleinen orangen Knopf drücken und dann kann man den Griff einmal so nach unten falten. Man kann ihn auch so in der Horizontalen lassen, falls man das mehr mag, aber gut, benutzen wir das erstmal so. Und ich dachte anfangs, ja, man kann ihn noch in der Höhe verstellen. Also wenn man das hier noch so ein bisschen nach unten oder oben haben möchte, kann man das auch machen. Und dann ist mir jetzt eingefallen, Moment mal, wenn man das Magazin abnimmt und man diesen zweiten Knopf drückt, um den anzupassen, dann kann man ihn einfach abnehmen. Das war der Sinn dahinter. Das ist gar nicht reingebaut. Man kann den auch noch an andere Blaster mit ranbauen, falls man möchte. Ist ja wirklich von sehr, sehr kleiner Größe. Also das kann vom Vor- oder Nachteil sein. Natürlich stelle ich mir vor, allein schon dieser Winkel, in dem das hier festgemacht wird. Ihr seht schon so, das ist das Waagerechte. Das ist komisch. Das passt vielleicht nicht an jedem Blaster mit ran. Aber erstmal schön, dass wir die Möglichkeiten haben, das einfach schon abzunehmen, falls uns das nicht gefällt. Und der ist wirklich sehr klein. Ob das wirklich Sinn macht, ob man dann nicht doch lieber das Magazin benutzen möchte, besonders wenn der hier noch ein bisschen wackelt, ist fraglich. Aber erstmal schön, dass es mit bei ist und wirklich sehr wenig Platz mit wegnimmt. Ich meine, wenn man es so aus dem Weg faltet, dann nimmt es auch nicht wirklich Platz weg, stört auch keinen. Extra ist extra, kann man sich nicht beschweren. Für 30 Euro geht das erstmal. Also das ist ja hier wieder ein Flywheel Blaster. Das heißt, wir haben hier zwei Räder, die sich drehen und dann wird ein Pfeil zwischengeschoben und dann wird er von beiden Seiten so durchgedrückt. Hier seht ihr eventuell diese beiden Noppen, das hier und das hier, direkt hinter diesen Gittern. Da sind diese Flywheel-Motoren hinter, also da sind die festgeankert. Deswegen sind die auch immer ein bisschen schön laut, wenn ich jetzt drauf drücke. Weil die hier direkt dran sitzen, wie bei so einer Boombox, haben wir erstmal die beiden Lautsprecher noch mit dran. Jawohl, schön. Also der Blaster wird schon mal ein bisschen röhrig hier. Mal gucken, ob das dann auch auf Gleichstand auswirkt. Schnelle Schussfrequenz kann man auf jeden Fall hinbekommen. Hier unten dieser Abzug übrigens, um das Ganze zu aktivieren, lässt sich super butterzart reindrücken, also kaum Widerstand. Und außerdem noch ein bisschen größer, damit man nicht irgendwie die ganze Zeit mit einem Finger auf einen sehr schwierigen Abzug die ganze Zeit draufdrücken muss, nur damit der Motor die ganze Zeit am Laufen bleibt. Also für manche Leute kann das vielleicht ein Problem gewesen sein, deswegen wollte ich das mal positiv hervorheben. Ist eine schöne Idee. Und vor allem habe ich hier auch beim Griff mehr als genug Platz für die ganze Hand. Können wahrscheinlich auch noch größere Leute benutzen, wenn auch der mitgelieferte Griff hier vorne ziemlich klein dafür wäre. Aber wie gesagt, das Magazin reicht ja auch noch dafür aus. Und ansonsten, wie gesagt, ein sehr schön handlicher, kompakter Blaster. Ich bin erstmal gespannt, was der so von der Reichweite ab kann. Aber ich wollte auch nochmal, bevor ich jetzt zum Schluss das rausgehe, sagen, wie cool ich den vom Aussehen her finde. Also grün-schwarz, natürlich eine meiner Lieblingskombinationen. Und der ist noch ein bisschen so schlicht, aber nicht wirklich billig. Er sieht nicht billig aus, meine ich. Das waren ja früher so mit Busby-Blastern, also die super alten wie die Master-Tech oder die Rapid-Tech, die wirklich nach ganz billigem Plastik aussahen. Ich finde, das hier sieht noch ordentlich aus, hat auf jeden Fall was. Und wichtig ist natürlich noch zu wissen, ob die Leistung mithalten kann mit Nerf-Blastern. So, nach dem dritten Mal anteasern gehen wir jetzt auch mal raus. Wir haben hier noch ein bisschen Wind, aber hauptsächlich von hinten und vielleicht von aus euch gesehen linker Seite, von mir aus gesehen rechts. Das sollte also eigentlich gehen, es ist kein Gegenwind, das ist schon mal ein Anfang, aber ich glaube, ich werde erstmal zwei, drei so gerade ausschießen, damit ihr eine Idee dafür habt, aber der Rest dann angewinkelt. Jawohl, drei sollte reichen. Wir wollen ja die Höchstreichweite. So, und eine weitere Sache. Ich habe hier noch extra ein paar Pfeile. Da möchte ich drei nochmal gerade ausschießen und drei nochmal angewinkelt. Das sind nämlich Elite-Pfeile. Und ich hatte ja irgendwie so die These aufgestellt, dass die hier vielleicht ein bisschen weiter fliegen und dass wir dann auf mehr als die 25 Meter Reichweite kommen. Muss ich natürlich noch irgendwie beweisen. Tatsächlich ist hier eine Sache ein bisschen schwierig, das Magazin so auf Anhieb reinzubekommen. Es ist ein bisschen komisch, wenn man die ganz normalen Nerf-Magazine gewohnt ist. Ich würde also empfehlen, dass man vielleicht erstmal so anfängt, das hier vorne so reinzukippeln. Irgendwann kommt das Muskelgedächtnis, man kann die auch von so wieder reinstecken. Also das hakt nicht, weil es schlecht gemacht ist, sondern einfach, weil man es nicht gewohnt ist. Wollte ich dazu sagen. So. Eins. Zwei. Drei. Und angewinkelt. Ui. Also der eine ist ja richtig weggeflogen, der letzte hier. Und der hier ist überhaupt nicht weit geflogen, der ist auch, ich glaube, irgendwo im Lauf gegengekommen, die beiden. Also der ist bei 9,50 Meter und das ist auch der mit Abstand am wenigsten weit geschossene. Und ihr seht die ganzen grünen Pfeile, das werdet ihr hier noch sehen. Die liegen alle genau beim Maßband, 12,20 Meter und hier 13,10 Meter, der ist weiter weg. Also das sieht schon so aus, als wären die sehr viel genauer. 14 Meter und 14,40 Meter, das sind die gerade ausgeschossenen. Mit Ausnahme von, wir haben hier, den ignorieren wir ganz kurz. Den müssen wir ganz kurz ignorieren.
Hier ist noch einer von denen und den habe ich gesehen, der wurde gerade ausgeschossen und ist so weit geflogen bei 23,40 Meter. Ich weiß nicht, wie er das hingekriegt hat, aber er hat es hingekriegt. Hier haben wir noch einen bei 21 Metern, genau. Und jetzt erstmal hier so das Hauptfeld. Wir haben hier noch einen bei 26 Meter. Hier ist noch einer dann doch abgedriftet. 26,70 Meter. Dann haben wir hier noch so ein Fell, die ungefähr so bei 27,40 Meter um den Dreh. Da links ist noch eine dieser gelben. Ist aber ganz schön weit weg. Ui, da muss er laufen. Er läuft vor und passt wieder zu 28,20 Meter. Und hier liegen noch zwei von den grünen hier auf einer Seite. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt zeigen. Bei 29 Metern. Das ist die Hauptreichweite erstmal. Also bei meinem kleinen Minitest habe ich jetzt dann doch festgestellt, dass diese Elite-Pfeile doch gar nicht so weit geschossen haben. Also da war durchaus mal so einer mit bei, der da die über 20 Meter geschafft hat beim Geradeausschießen. Aber naja, ein bisschen genauer geflogen sind dann auf jeden Fall noch die hier mitgelieferten, die Waffelköpfe. Und weiter geschossen sind die auch noch. Also bis zu den 29 Metern zwei Stück, obwohl 25 auf dem Karton mit drauf stand. Gerade kommt ganz schön die Windböe von hinten. Vielleicht hat auch der Wind geholfen, aber erst einmal mindestens die 25 Meter haben wir hingekriegt. Und das war alles, was ich erstmal wollte. Und kann man sich nicht wirklich beschweren. Also der haut ordentlich rein. Ich würde sogar sagen, ich sehe das Argument, dass der hier besser ist als das Drive. Weil hier hat man schon Sachen mitgeliefert, die man umbauen kann. Man kann sie noch austauschen mit anderen Blastern. Das Magazin finde ich auch ziemlich cool. Man muss sich nur daran gewöhnen, das ordentlich hier reinstecken zu können. Ich mag diesen Schalter hier, um es wieder rauszuholen. Das ist sehr leicht, super bedienbar. Man kommt auf jeden Fall immer gut gegen, wenn man muss. Und auch dieser, dass der Griff noch mit bei vorne ist. Also auf das Handling. Ich finde eine Menge an diesem Blaster ist wirklich, finde ich geil. So, schalten wir mal die ganze Eloquenz ein bisschen ab. Der Blaster ist aber geil. Das macht ein bisschen Spaß hier. Und ich würde auf jeden Fall sagen, guckt bei der Videobeschreibung vorbei. Ich habe den mich netterweise zugeschickt bekommen von Foam Focus. Dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Also einer der besten motorisierten Blaster, die ich bisher getestet habe. Insbesondere dann noch von einer Firma, die nicht Nerf ist. Es ist schon erstaunlich. Und ich glaube, der kostet ungefähr 30 Euro. Mit Versand geht das in die Richtung 40. Aber finde ich, ist es auf jeden Fall wert, wenn man sich mal so einen ordentlichen motorisierten Blaster holen möchte. Und wir holen uns auch nächste Woche wieder einen neuen Blaster, nämlich bei einem weiteren Video. Bis dann allerdings, macht's weg, beißt euch durch, euer Mensch Biber. Ciao. Jedes Mal, es kann doch nicht wahr sein.